Tagesordnungspunkt 20, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Mangels Widerspruch ist auch das so beschlossen. Damit eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, Volker Kauder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Fast auf den Tag genau vor 400 Jahren begann mit dem Bruch der Religionsfreiheit der Auftakt für einen der schlimmsten Kriege in Deutschland, dem 30-jährigen Krieg. Am 23. Mai 1618 mit dem sogenannten Zweiten Prager Fenstersturz als Antwort darauf, dass den protestantischen Landständen in Böhmen die Katholiken aus Wien die Religionsfreiheit mehr oder weniger entzogen hatten. Es war der Auftakt zu einem grässlichen Krieg, der ein Drittel der Bevölkerung des Heiligen Römischen Reiches auslöschte. Ein Drittel. Und dieser Krieg war geprägt und dann unbeherrschbar aus der Unbedingtheit, die aus der religiösen Gegnerschaft entstanden ist. Herfried Münkler hat in seiner faszinierenden Beschreibung und Analyse des 30-jährigen Krieges genau erklärt, was damals passiert ist, und er formuliert: Und dieser 30-jährige Krieg ist zugleich eine Analysefolie für das, was in heutiger Zeit stattfindet. Und er sagt: Auch heute sind wir wieder auf dem Weg, dass aus der Unbedingtheit der religiösen Überzeugung schreckliche Kriege entstehen und auch schon da sind, beispielsweise in der ganzen Region, in Syrien, in Irak. Aber nicht nur in diesen Regionen, sondern wir sehen eine Entwicklung, wo man fast deprimiert sagen will, hört es eigentlich gar nie auf. Und wie auch im 30-jährigen Krieg kommen neben den religiösen Überzeugungen natürlich auch noch Interessen dazu. Aber die Interessen werden nicht definitiv formuliert, sondern sie werden hinter den religiösen Überzeugungen versteckt. Und da haben wir Entwicklungen beispielsweise in Indonesien, in einem Land, das als Demokratie geprägt war, in dem die wenigen Christen 3% mit den Muslimen problemlos zusammenlebten, bis jetzt in jüngster Zeit der arabische Islam die Strukturen dieser Gesellschaft mehr und mehr versucht zu übernehmen, mit entsprechenden Konsequenzen. Und viele moderne Muslime in Indonesien mir erzählen, dass sie Sorge haben, dass diese Unbedingtheit, die ja schon auf der Hauptinsel Java die Scharia hervorgebracht hat, ihr schönes Land mit und ihre Gesellschaft zerstört werden könnte. Da haben wir eine schlimme Situation in Pakistan, die keinen Tag besser wird. Und bis zum heutigen Tag, als ja Bibi nach wie vor im Gefängnis sitzt, kleine Kinder auch im Gefängnis, nicht freigelassen wird, obwohl die halbe Welt dafür wirbt. Oder wir haben eine neue Entwicklung in China, die von der chinesischen Regierung mit dem Stichwort Sinisierung der Religion vorangetrieben wird, mit der neuesten Entwicklung in einer großen Provinz, wo man nicht weiß, war das vorauseilender Gehorsam oder ist es die neue Strategie, ein Papier herausgegeben wurde an alle Menschen in dieser Region mit dem Hinweis, Kinder unter 18 Jahren dürfen nicht mehr in religiöse
Veranstaltungen mitgenommen werden, denn sie seien in diesem Alter noch nicht urteilsfähig. Und die Eltern werden angehalten, die Kinder nicht in Liebe zur Religion, sondern in Liebe zum Land, zur Wissenschaft und zum Fortschritt zu erziehen. Und den Eltern wird geraten, wer es gut meint mit seinen Kindern, solle auch keine Kirchen und religiöse Einrichtungen mehr besuchen. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Und aus diesen Beispielen wird deutlich, dass, wenn Religionsfreiheit nicht gewährleistet wird, Frieden in einer Gesellschaft nicht möglich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir den Blick zurückwerfen, Münkler liefert ja nicht nur eine Analyse des Dreißigjährigen Krieges, sondern er weist auch darauf hin, wo das oder wo die Lösung liegen könnte, indem er auf den Westfälischen Frieden hinweist, der zumindest im Grundsatz die Religions- und Gewissens- und Überzeugungsfreiheit formuliert hat. Und mit diesem Westfälischen Frieden wurde der Dreißigjährige Krieg beendet. Und deswegen bleibt es dabei, alles Gerede, das hin und her auch stattfindet in unserer Welt, ohne Religionsfreiheit werden die schweren Konflikte, die wir auch jetzt im Orient haben, nicht beendet werden können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was können wir, es wird immer wieder gefragt, was können wir beispielsweise für die Lösung dieser Konflikte beitragen? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind das Land der Religionsfreiheit. Aufgrund tragischer Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind wir das Land der Religionsfreiheit. Und wir können deshalb schon unseren Beitrag dafür leisten, dass wir sagen, ein zentrales Thema von Gesprächen in dieser Region, aber auch in anderen Teilen, muss sein, dass wir Religionsfreiheit einfordern, dass die Unbedingtheit nicht weitergeführt wird. Und es heißt natürlich, dass die Religionsfreiheit in allen Ländern gewährleistet sein muss und dass wir deshalb darauf pochen und dass wir natürlich auch auf die guten Beispiele hinweisen müssen. Es ist geradezu ein Jammer, dass in einer Region, die die Wiege des Christentums war, Christentum immer weniger stattfindet. Und da ist ein Blick natürlich auch auf die Türkei. Die Türkei, Kappadokien, eine Wiege der Christenheit, sind nur noch wenige Christen. Aber selbst diese wenigen haben kaum noch Chancen, religiöses Leben in der Türkei darstellen zu können. Und da, finde ich, muss eben der Satz gesagt werden, ausgehend von der Situation in unserem Land. So wie wir ganz selbstverständlich Muslimen die Möglichkeit geben, und dafür treten wir auch ein, ihre Moschee bauen zu können und darin beten zu können als Teil der Religionsfreiheit, verlangen wir, dass die Christen ihre kleinen Kirchen in der Türkei auch bauen dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für diese Forderung der Religionsfreiheit muss unbedingt sein, nicht die Unbedingtheit der einzelnen Religion. Und das könnte unser Beitrag sein, indem wir dies immer wieder einfordern, wo wir auch sind. Die Religionsfreiheit ist das wohl bedeutendste Menschenrecht überhaupt, weil es den Menschen über seine irdische Existenz hinaus verweist. Und deswegen finde ich es gut, dass wir einen Bericht der Bundesregierung bekommen haben. Ich finde es großartig, dass wir uns in der Koalition haben darauf verständigen können, einen Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit zu installieren mit Markus Grübel. Und ich finde es gut, dass wir die Zusage haben, nun regelmäßig Berichte zu bekommen,
einfach um einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Friede in dieser Welt größer wird. Er wird nur größer, wenn die Religionsfreiheit mehr und mehr wieder zu einem wichtigen Thema, zu einem wichtigen Grundsatz wird. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Volker Münz, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Um die Religionsfreiheit ist es weltweit schlecht bestellt. Der vor 2 Jahren von der Bundesregierung vorgelegte Bericht ist schon wieder veraltet. Die Situation hat sich seitdem weiter verschlechtert. Aus dem Bericht geht aber kaum hervor, dass die Christen die größte unterdrückte und verfolgte Religionsgruppe weltweit sind. Zur Ächtung und Sanktionierung der Christenverfolgung hat meine Fraktion in der letzten Woche einen Antrag eingebracht. Dafür sind wir von den anderen Fraktionen in der Debatte teilweise heftig beschimpft worden. Das war beschämend, meine Damen und Herren. Die Unterdrückung von Religionen und insbesondere von religiösen Minderheiten, nicht nur Christen, findet weltweit überwiegend in Staaten statt, in denen der Islam die vorherrschende Religion ist. Woran liegt das, meine Damen und Herren? Auch dies wird im Bericht kaum thematisiert. Das liegt daran, dass der Islam im Unterschied zum Christentum keine Trennung von Staat und Religion kennt. Aus diesem Grund haben die meisten islamisch geprägten Staaten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wie auch den Zivilpakt der Vereinten Nationen entweder nur eingeschränkt anerkannt oder gar nicht ratifiziert. Der sogenannte politische Islam hat sich mittlerweile auch in Staaten ausgebreitet, die früher einmal als liberal galten. Wie Volker Kauder ja auch gesagt hat, Indonesien, Malaysia, von der Türkei ganz zu schweigen. Auch die Vorstellung von einem liberalen Euro-Islam ist an der harten Realität zerschellt. Der deutsche Politikwissenschaftler syrischer Herkunft, Bassam Tibi, spricht davon, dass der Kopftuch-Islam den Euro-Islam besiegt habe. Auch Muannad Korshide, Sayran Atesh aus Berlin, viele andere liberale Muslime sind mit ihren Bemühungen gescheitert und stehen in Deutschland teilweise unter Polizeischutz. Neben der staatlichen Verfolgung ist es vor allem die fehlende oder eingeschränkte Staatlichkeit, aufgrund derer die Religionsfreiheit nicht durchgesetzt werden kann. Nach der sogenannten Drei-Elemente-Lehre setzt sich Staatlichkeit voraus aus 3 Dingen. Erstens ein Staatsgebiet innerhalb von Grenzen, zweitens ein Staatsvolk und drittens die Staatsgewalt. Wir erleben einen Verlust an Staatlichkeit nicht nur, wenn wir in die weite Welt blicken, sondern auch bei uns, meine Damen und Herren. Die Grenzen sind de facto abgeschafft. Die Staatsbürgerschaft wird letztlich auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt. Die Staatsgewalt zeigt Anzeichen des Versagens, wo zum Beispiel No-Go-Areas entstanden sind, wie ja selbst die Kanzlerin zugegeben hat, wo zum Beispiel christliche Flüchtlinge in Asylheimen schikaniert werden, wo zum Beispiel Hetzjagden auf Juden und wo es zu religiösem Mobbing gegen christliche und jüdische Kinder durch muslimische Mitschüler in unseren Schulen kommt. Wir hatten 2015 und 2016 einen Zustand, in dem in Deutschland Recht und Ordnung nicht herrschten. Das sind die Worte des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten und heutigen Innenministers, meine Damen und Herren. Gestern haben wir im Parlament die zunehmende importierte Judenfeindschaft in unserem Land beklagt. Die Bundesregierung, die Regierung der Länder und die sie tragenden Parteien haben das jedoch durch ihre verantwortungslose Asyl- und Zuwanderungspolitik mitzuverantworten. Meine Damen und Herren, der Bericht der Bundesregierung ist ein Anfang. Es ist auch sinnvoll, einen Beauftragten dafür zu benennen. Ich wünsche Herrn Grübel dazu viel Erfolg. Ich vermisse aber konkrete Taten.
Verhindern Sie, dass die Religionsfreiheit und andere Rechtsprinzipien durch vorgebliche Toleranz und falsch verstandene Humanität noch weiter in unserem Lande ausgehöhlt und untergraben werden. Verhindern Sie Waffengeschäfte in Länder, in denen Religionsfreiheit und andere Menschenrechte nicht gewährleistet sind. Setzen Sie das Instrument wirtschaftlicher Sanktionen auch gegen Staaten ein, die die Rechte religiöser Minderheiten beschneiden, so wie Sie auch Sanktionen in anderen Zusammenhängen einsetzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lars Castelluzzi, SPD. Danke, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich aber sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber: Freiheit. Das stammt aus der sozialdemokratischen Bibel, es stammt von Willy Brandt. Und er hat das gesagt, als er nicht mehr auf einem Parteitag für das Amt des Parteivorsitzenden kandidiert hat, nach einer gefühlten Ewigkeit. Lieber Andrea, ich wünsche dir da viel Erfolg. Mal schauen, wie lange das reicht und ob du an den Willy heranreichst mit seinen über 20 Jahren. Dieser Satz hat für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten weiter Gültigkeit. Und was ist das denn für eine Freiheit, von der wir da reden? Es ist nicht die Freiheit des Stärkeren, die den Schwächeren unterdrückt. Es ist nicht die Freiheit, wo jeder machen kann, was er will. Aus lauter Egoisten entsteht keine freie Gesellschaft. Die Freiheit, die Willy Brandt meinte, ist ein guter Nachbar. Freiheit ist immer Freiheit von und Freiheit zu. Religions- und Weltanschauungsfreiheit heißt, es geht auch ohne Religion und Weltanschauung. Und es geht darum, den Glauben anderer zu respektieren. Und das würde ich mir von allen Mitgliedern dieses Hauses wünschen. Und Herr Münz, wenn Sie jetzt hier die letzte Debatte angesprochen haben, wissen Sie, wenn Sie Christenverfolgung benutzen, um gegen andere Religionen aufzustacheln, dann vergreifen Sie sich an diesem Grundsatz. Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit der weltweiten Lage von Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir wieder erläutern müssen, warum wir uns eigentlich weltweit um Religions- und Weltanschauungsfreiheit kümmern. Weil es heißt von Amerika, America first. Oder andere sagen, man soll sich erstmal um das Volk kümmern. Dazu nochmal Willy Brandt. Er hat gesagt, wo immer schweres Leid über die Menschen gebracht wird, geht es uns alle an. Vergesst nicht, wer Unrecht lange geschehen lässt, bahnt dem Nächsten den Weg. Also ja, selbstverständlich, jeder Mensch muss sich erstmal um sich selbst kümmern. Er darf sich auch nicht überfordern, das gilt auch für Länder. Aber doch nicht dabei stehen bleiben. Unsere Verantwortung reicht so weit, wie auch unsere Kräfte reichen. Verantwortung heißt, dass wir das tun, was wir können. Herr Kollege Castelluzzi, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bistrom von der AfD? Ich gestatte keine Zwischenfrage. Vielen Dank. Verantwortung heißt, dass wir tun können, was in unserer Macht steht. Deswegen begrüßt die SPD-Fraktion, dass es einen Beauftragten gibt der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Wir wünschen Ihnen von dieser Stelle alles Gute für seine Arbeit. Wir begrüßen, dass der vorliegende Bericht regelmäßig fortgeschrieben werden soll. Der Einsatz der Bundesregierung zum Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit darf nicht nachlassen. Und jetzt möchte ich ein paar Anmerkungen auch nach innen richten. Am Mittwoch hat Berlin Kippa getragen. Das war ein wichtiges Signal der Solidarität. In unserem Land sollen alle, egal welcher Religion, egal welcher Hautfarbe, egal welcher sexuellen Orientierung, alle sollen frei und ohne Angst auf die Straße gehen können. Wir dürfen nicht nachlassen, daran zu arbeiten. Der Bericht sagt klar, die Freiheit der Religion und Weltanschauung schützt nicht Religionen und Weltanschauungen. Er schützt Menschen.
Und auch deshalb geht eine Debatte, ob nun eine Religion dazugehört oder nicht dazugehört, völlig fehl. Die Menschen gehören immer dazu und mit ihnen ihr Glaube. Wir müssen diese ausgrenzenden Debatten beenden. Menschen sind frei, sich zu ihrer Religion zu bekennen oder auch nicht. Der Staat eröffnet dafür Räume. Er sollte ihnen da nichts vorschreiben. Und deswegen halte ich es auch als Christ für falsch, anzuordnen, nun in allen staatlichen Gebäuden in Bayern christliche Symbole aufzuhängen. Leider geht es hier nicht um Religion, sondern es geht um Wahlkampf. Und es zeigt, dass wir auch im Inneren nicht davon gefeit sind, dass Religion vereinnahmt wird für andere Ziele. Ich kann da nur sagen, Finger weg davon. Und ein letzter Punkt, weil auch immer wieder Vorkommnisse in Heimen für Geflüchtete angesprochen werden und Stimmen laut werden. Wir müssten unterschiedliche Einrichtungen haben für Menschen unterschiedlicher Religionen, unterschiedlichen Geschlechts etc. Ich will sagen, davon halte ich gar nichts. In Deutschland muss für alle und von Anfang an der Anspruch sein, dass wir über alles Trennende hinweg gut zusammenleben wollen. Das Wichtigste, was wir als Politikerinnen und Politiker dazu tun können, ist, diesen Anspruch selbst vorzuleben. Wir müssen anstecken, positiv, für die Freiheit. Dafür rufe ich uns alle auf. Vielen Dank. Dann erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Bistron für eine Zwischenbemerkung. Vielen Dank. Herr Dr. Castellucci, Sie haben vorhin gesagt, wir würden die Christenverfolgung missbrauchen. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf, den Sie da machen und instrumentalisieren. Ja, danke, Herr Kollege. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, was sehr aktuell ist. Das ist ein Bericht eines Schülers hier aus Berlin. Ich gehe in die 7. Klasse auf ein Gymnasium in Schöneberg. Dort werde ich ausgegrenzt, weil ich Deutscher bin und Schweinefleisch esse. Es wird auf Türkisch und Arabisch über mich gelästert. Auf Deutsch werde ich als Hurensohn oder gefickte Hure beschimpft. Außerdem werde ich ab und zu geschlagen und getreten, wenn ich anderen Jungen zu nahe komme. Mädchen werden in meiner Klasse als Schlampen bezeichnet, wenn sie schulterfreie Shirts tragen. Ich versuche seit vielen Monaten, die Schule zu wechseln, finde aber keinen freien Schulplatz. Das ist Erfahrungsbericht eines Mobbingopfers aus dem Tagesspiegel, 11.04.2018 hier aus Deutschland. Also ich bitte Sie, Sie haben lange genug Regierungsverantwortung getragen. Die Zustände, die hier herrschen, gehen auf Ihr Konto zurück und versuchen Sie von Ihrem Versagen nicht abzulenken, wenn Sie uns vorwerfen, wir würden irgendwas instrumentalisieren. Herr Kollege Castellucci. Sagt jemand, der vom Bayerischen Verfassungsschutz schon beobachtet worden ist? Ich glaube, wir brauchen von Ihnen keine Nachhilfe. Es geht am Ende um den Zusammenhalt in diesem Land. Und Ihre Beiträge sind immer wieder dazu geeignet, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und dass Sie nun einen solchen Fall, den ich bedauere und der aufgeklärt werden muss, dass Sie diesen Fall hervorziehen, ist einfach nur ein Beleg dafür, was ich in meiner Rede zum Ausdruck gebracht habe. Sie instrumentalisieren solche Fälle, um Menschen in diesem Land gegeneinander aufzuhetzen. Und dagegen verwehren wir uns und dagegen werden wir angehen, solange wir hier miteinander zu tun haben. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Ruppert, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum einen finde ich es erstmal wunderbar, dass es zu einer frühen Stunde an prominenter Stelle eine solche Debatte gibt. Religionsfreiheit weltweit ist bedroht, und wir aus diesem Hause müssen uns an die Seite derer stellen, die wegen ihres Glaubens oder auch wegen ihres Nichtglaubens weltweit verfolgt wird. Wir können nicht wegschauen, wenn in Saudi-Arabien etwa Dinge finanziert werden, in Malaysia, wo Menschen im Islam gegeneinander aufgestachelt werden. Wir können nicht wegschauen, wenn Rohingya in Myanmar verfolgt werden. Wir können aber auch bewusst nicht wegschauen, wenn Christen weltweit verfolgt werden, nur weil sie etwas glauben. Demokratie gehört mit Religionsfreiheit untrennbar zusammen. Dort, wo man nicht beten kann, kann man in der Regel auch nicht wählen, und darauf müssen wir hinweisen.
Wir haben dieser Tage erlebt, dass auch die Religionsfreiheit in unserem Land bedroht ist. Volker Kauder und andere Kollegen haben demonstriert bei Berlin trägt Kippa. Das ist für uns ein Akt der Solidarität, für uns leider nur ein Akt der Solidarität. Es ist für uns ungefährlich, für die Menschen, die durch die Straßen laufen und die mit alltäglichem Antisemitismus konfrontiert werden, für die ist es eine tägliche Sorge. Und insofern kann es nicht sein, dass auch in unserem Land die Religionsfreiheit nicht gelebt werden kann. Wir müssen uns für diese Menschen einsetzen. Ich glaube, dass mein eigener Glaube nicht nur Privatsache ist. Das hört man dieser Tage ja häufig. Ich will meinen Glauben auch im öffentlichen Raum durchaus aufleben können. Und ein Symbol dafür ist etwa, dass man Kippa im öffentlichen Raum tragen kann und nicht sich sozusagen in das Hinterzimmer, den Gemeinderaum, die Synagoge damit zurückziehen muss. Es muss Möglichkeiten geben, seinen Glauben auch öffentlich und in aller Freiheit zu bekennen. Bei uns sind die Konflikte übrigens auch nicht so alt. Wenn meine wunderbare, tolerante 94-jährige Großmutter einem Menschen etwas misstraute, dann sagte sie häufig, der guckt schon so katholisch. Das ist kein Zeichen von Intoleranz gewesen, sondern es ist ein Zeichen, dass in ihrer Jugend die Unterschiede der Konfessionen die Menschen auch getrennt haben und dass es bis in den Sprachgebrauch hinein schwierig war, mit der jeweiligen anderen Konfession tolerant umzugehen. Deswegen sollten wir uns auch nicht erheben über andere, sondern sollten bei uns selbst immer darauf achten, ob wir diese Toleranz gegenüber anderen auch aufbringen. Am Ende verlasse ich etwas die Perspektive des freien Demokraten und spreche mal als sehr gläubiger oder ich würde sagen doch gläubiger Protestant. Es ist für mich schon bemerkenswert, dass ein bayerischer Ministerpräsident mir als gläubigem Protestanten sagt, dieses Kreuz ist kein religiöses Symbol, dieses Kreuz ist ein Identitätssymbol. Er sagt mir quasi, dass er meine Religion in Bayern verstaatlicht in einer Form, die meine Religionsfreiheit angreift. Und deswegen ist es schade, dass der Bericht nicht so aktuell ist, dass Herr Söder in diesem Bericht ebenfalls enthalten ist, weil er, und dabei haben die christlichen Kirchen richtige Worte gefunden, weil er das Geschäft betreibt, was weltweit betrieben wird, er stellt ein bei ihm noch nicht mal mehr religiöses Symbol, sondern ein identitäres Symbol in den Dienst seiner politischen Agenda. Ich finde, er hat uns Christinnen und Christen einen Bärendienst erwiesen damit. Und am Ende wird es unsere Religionsfreiheit auch in unserem Land stärker machen. Das war mir wichtig, auch mal als engagierter und gläubiger Protestant zu sagen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christine Buchholz, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren heute den Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Religionsfreiheit. Und Die Linke begrüßt diesen Bericht. Er enthält wichtige Grundlagen zum Verständnis der Religionsfreiheit als Menschenrecht und dokumentiert die erschreckende Entwicklung von Religionsfreiheit in der Welt, aber auch in Europa. Für Die Linke sind Gewissens-, Glaubens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit elementare Menschenrechte. Und sie gelten für alle, für Christinnen und Christen, für Jüdinnen und Juden, für Musliminnen und Muslime, Alevitinnen und Aleviten, Buddhistinnen und Buddhisten, für alle anderen Religionen und auch für Atheistinnen und Atheisten. Und dabei gibt es keine Rangfolge. Alle sind schutzwürdig. Und alle haben das Recht, sich zu einer Religion zu bekennen, keiner Religion anzugehören und ihre Religion in der Öffentlichkeit zu leben. Und wenn die AfD die Diskriminierung, Bedrängung und Verfolgung von Christen nutzt für ihren Hass auf den Islam, dann ist es einfach nur schäbig. Die Achtung der Menschenrechte muss die Grundlage von Außenpolitik sein, ohne Wenn und Aber. Und leider ist es nicht immer der Fall. 2011 erklärte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière Saudi-Arabien zum Stabilitätsanker in der Region. Er sagte wörtlich,
Zitat, Menschenrechtsüberlegungen müssten eine Rolle spielen, doch überwiegen die nationalen Sicherheitsinteressen. Und diese Devise leitet auch die aktuelle Bundesregierung. Die Linke sagt, wer sich die weltweite Religionsfreiheit zu Recht auf die Fahnen schreibt und gleichzeitig Waffen an Saudi-Arabien liefert, macht sich absolut unglaubwürdig. Gleiches gilt für die Innenpolitik. Der Bericht spricht von einer Zunahme islamfeindlicher Einstellungen in Europa und Deutschland. Islamfeindliche Gewalt nimmt zu, Konvertiten erleben Vorurteile. In einigen Ländern wird das individuelle Recht auf Bekenntnis in der Öffentlichkeit durch Bekleidungsverbote eingeschränkt. Studien belegen die Diskriminierung von Muslimen in der Privatwirtschaft. Eine zum Islam konvertierte Wissenschaftlerin aus Berlin-Grünau berichtete mir gerade gestern, wie die Stimmung nach dem Einzug der AfD in das Berliner Abgeordnetenhaus gekippt ist. Die Leute auf der Straße lassen ihrem Hass viel ungehemmter freien Lauf. Statt der gewohnten, üblichen, verdächtigen Blicke erlebt sie direkte Drohungen. Sie ist dann letztendlich aus Angst vor tätlichen Übergriffen weggezogen. Und junge Frauen mit Kopftuch berichten, dass sie an Schulen nicht nur gegen die Vorurteile von Schülern ankämpfen müssen, sondern nicht selten auch Feindseligkeiten von Lehrkräften ausgesetzt sind. Das kommt in Ost und West vor. Muslime werden diskriminiert bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Und das ist nicht hinzunehmen. Der Bericht verzeichnet einen Anstieg von antisemitischen Vorfällen und Straftaten. Und wir verurteilen zutiefst jede Form des Antisemitismus. Die Mehrzahl antisemitischer Straftaten kommen übrigens von rechts. Und wir verwahren uns dagegen, wenn Muslime unter den Generalverdacht des Antisemitismus gestellt werden. Im Antisemitismusbericht der unabhängigen Expertenkreises heißt es übrigens, Antisemitismus sei durch die seit Jahren aufgeheizte Debatte über Islam, Terrorismus und Zuwanderung begünstigt. Rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Bewegungen und Parteien hätten ein politisches Klima der Polarisierung geschaffen. Und wer das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet, der befeuert genau dieses politische Klima der Polarisierung. Denn mit der AfD spricht erstmals eine im Bundestag vertretene Partei eine Religionsgemeinschaft ab, sich gleichberechtigt entfalten zu dürfen. Ihre islamfeindlichen Reden sind nichts anderes als ein Rückfall in düstere Zeiten. Und ich sage auch, wenn Innenminister Seehofer nun auch noch die These verbreitet, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, stößt in genau das gleiche Horn. Das ist mehr als fahrlässig, weil es bestätigt letztendlich die Thesen der Hetzer von rechts. Wir wollen, dass jeder und jede überall in diesem Land, ohne bedroht zu werden, Kippa, Kopftuch oder Kreuz tragen kann. Wir wollen, dass jeder hier in diesem Land Kippa, Kopftuch und Kreuz tragen kann, ohne gemobbt und geschlagen zu werden. Wir möchten, dass vor keiner Synagoge, keiner Moschee oder Kirche Sicherheitskräfte stehen müssen. Und zur Religionsfreiheit gehört auch die staatliche Neutralität. Im Bericht heißt es, der Staat muss einen Rahmen schaffen, in dem alle Religionsgemeinschaften gleichberechtigt leben können. Auf all das warten insbesondere Muslime in Deutschland noch bisher. Und das muss sich ändern. Staatliche Neutralität gebietet auch, dass an der Wand eines Amtsgebäudes das Kreuz nichts zu suchen hat. Der Raum gehört allen. Und wenn in Bayern einerseits in Ämtern das Kreuz angebracht wird und andererseits das Tragen des Kopftuches weiter eingeschränkt wird, zeigt es, worum es der bayerischen Landesregierung eigentlich geht, der Ausgrenzung des anderen. Die Linke hingegen steht für staatliche Neutralität und individuelle Religionsfreiheit zugleich, denn beides gehört zusammen. Wir fordern von der Regierung und dem zukünftigen Beauftragten Markus Grübel, keine Waffen an Staaten zu liefern, die das Menschenrecht auf Religionsfreiheit einschränken. Zweitens, jegliche Form von religionsbezogener und rassistischer Diskriminierung gleichermaßen zurückzuweisen und nachhaltige Schritte zu ergreifen, wie in Schulen und in der gesamten Gesellschaft diese Einstellungen zurückgedrängt werden können. Und wir fordern die Bundesregierung auf,
einen Rahmen zu schaffen, in dem auch muslimische Religionsgemeinschaften gleichberechtigt in Deutschland leben können. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Kai Gehring, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2015 haben Union, SPD und wir Grüne den Bericht zur weltweiten Religions- und Weltanschauungsfreiheit auf den Weg gebracht. Und heute debattieren wir die erste Ausgabe, und die zeigt, religiöse Verfolgung hat viele Formen. Religiöse Minderheiten werden vielerorts unterdrückt. Anhänger nahezu jeder Religion sind irgendwo auf der Welt sowohl Verfolgte als auch Verfolger. Für uns Grüne im Bundestag sage ich klar, wir wenden uns gegen jede Diskriminierung und Verfolgung von Gläubigen, Glaubensgemeinschaften, religiösen Minderheiten und Konfessionslosen, egal von wem und egal wo. Deutschland und die Weltgemeinschaft müssen überall dort einschreiten und helfen, wo Menschenrechte verletzt werden. Und dazu gehört elementar die Religionsfreiheit. In vielen Ländern und Regionen ist Verfolgung aufgrund der Religionszugehörigkeit leider bitterer Alltag. Neben Christen und Juden sind betroffen die muslimischen Rohingya, die Ahmadidja und die Baha'i, die Jesidinnen, Schabak, Aleviten, Schiiten, Sunniten, Uiguren und Tibeter. Diese und andere gehören geschützt. Denn Religions- und Weltanschauungsfreiheit muss für alle gelten, nicht selektiv für eine Mehrheitsreligion. Und in Deutschland? Anschläge auf jüdische und muslimische Gotteshäuser nehmen zu. Pegida und AfD hetzen gegen Muslime. Juden werden auf der Straße angegriffen. All dem müssen wir uns entgegenstellen. Berlin trägt Kippa, war gelebte Zivilcourage, war ein starkes Signal gegen den ekelerregenden Antisemitismus. Solche Signale brauchen wir noch mehr. Denn wir wissen aus unserer Geschichte, dass der Hass auf eine bestimmte Religion Ausdruck einer Denkweise ist, die Gewalt jedweder Minderheit zur Folge haben kann. Und deshalb ist Grundkonsens aller Demokratinnen und Demokraten, wehret den Anfängen. Unser Grundgesetz schützt Grund- und Freiheitsrechte aller, und das ist eine weltweit wichtige Botschaft. Und deshalb sind wir Grüne Verfassungsschützer im allerbesten Sinne. Ich bin Christ, ich bin Jude, wenn jemand Juden diskriminiert, ich bin Muslim, wenn jemand Muslime diskriminiert, ich bin Atheist, wenn jemand Atheisten diskriminiert. Religionsfreiheit ist kein Gnadenbrot oder Exklusivrecht für wenige. Religion ist das Recht, seinen Glauben frei zu bekennen. Religionsfreiheit ist Schutzrecht für Religion und vor Religion. Beide Rechte müssen gekannt und durchgesetzt werden. Der vorliegende Bericht hat Defizite. Die Lage der Religionsfreiheit weltweit wird nicht systematisch genug analysiert. Die Lage hierzulande bleibt ausgeblendet. Und diese Defizite sollten beim zweiten Bericht beseitigt werden. Menschenrechtsbasierte Außenpolitik beginnt ganz klar vor der eigenen Haustür. Und wir Deutsche können im Ausland am glaubwürdigsten für Religionsfreiheit eintreten, wenn sie auch im eigenen Land gelebt und wird und wir an Verbesserungen arbeiten. Dies kann nicht allein durch staatliche Stellen erfolgen oder den jeweiligen Religionsgemeinschaften allein aufgebürdet werden. Das gelingt nur gemeinsam mit einer starken Zivilgesellschaft und im interreligiösen Dialog. Religion ist sehr individuell, persönlich und emotional. Sie kann sehr, sehr segensreich wirken, aber auch politisch instrumentalisiert werden. Es ist offensichtlich, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seinem Kreuzzwang das christliche Symbol zum Gegenstand eines billigen Wahlkampfmanövers macht. Zu Recht empört viele Christinnen und Christen die parteipolitische Vereinnahmung ihres wichtigsten religiösen Symbols. Söder missachtet die Neutralitätspflicht unseres Staates und sendet ein Signal der Ausgrenzung. Bei Söder und Seehofer ist unsere Verfassung offenbar in schlechten Händen. Ja, Herrgott, ist die CSU von allen guten Geistern verlassen? Wer hierzulande das Christentum überhöht,
wird kaum glaubwürdig gegen Christendiskriminierung in anderen Ländern angehen können. Nur wenn wir ernsthaft das Recht auf Glaubensfreiheit aller Menschen wertschätzen, dann können wir Brücken bauen und den Dialog über Menschenrechte vertiefen. Als Menschenrechtspolitiker setze ich mich dafür ein, dass Moscheen in Deutschland gebaut werden dürfen. Genauso streite ich dafür, dass die Kopten ihre Kirchen in Ägypten bauen dürfen oder dass das Bibelverbot in Saudi-Arabien endlich aufgehoben wird. Es gibt verdammt viel zu tun. Deutschland muss weltweit Menschenwürde, Pluralismus und den Schutz vor Diskriminierung eintreten. Neben religiöser gehören genauso die Rechte ethischer, sozialer, geschlechtlicher und sexueller Minderheiten dazu, die die Bundesregierung immer wieder verteidigen muss. Eine Aufsplitterung des Menschenrechtsschutzes auf verschiedene Beauftragte sehen wir äußerst kritisch. Wenn Sie als Koalition einen Religionsfreiheitsbeauftragten ernennen, wann bitte schön ernennen Sie zum Beispiel Beauftragte für Presse- und Meinungsfreiheit, Beauftragte für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, für Wissenschafts- und Kunstfreiheit, für Kinderrechte, für Frauenrechte, für LGBTI-Rechte? Jede Aufteilung des Menschenrechtsschutzes ist hier willkürlich. Mit neuen Doppelstrukturen zwischen der Menschenrechtsbeauftragten im Auswärtigen Amt und einem Religionsbeauftragten im BMZ drohen Reibungsverluste. Besser wäre eine umfassende Stärkung des Amtes der Menschenrechtsbeauftragten gewesen. In anderen Staaten haben Menschenrechte sogar Ministerrang. Zum Schluss, unsere Aufgabe im In- und Ausland ist es, uns jeder Form des religiösen Fundamentalismus zu widersetzen und die Werte der Aufklärung hochzuhalten. Und genau dafür steht Europa. Europa ist kein exklusiver christlicher Club, sondern ein multireligiöser Kontinent. Europa und Deutschland bedeuten Vielfalt. Ich weiß, für Fundamentalisten und Nationalisten ist es schwer erträglich. Aber auch aus dieser Erkenntnis heraus streiten alle Demokratinnen und Demokraten gegen menschenfeindliche und religionsfeindliche Tendenzen und für Menschenrechte und Freiheit. Lassen Sie uns in diesem Einsatz weiter verstärken. Nächste Rednerin ist die Kollegin Aydan Özus, SPD-Fraktion. Dankeschön. Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, nicht nur der Bericht, sondern auch diese Debatte zeigt, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein wirklich immens wichtiges Gut ist, was es immer wieder zu schützen gilt. Sie ist Teil der UN-Menschenrechtscharta und der Europäischen Menschenrechtskonvention und natürlich auch ein immens wichtiger Bestandteil unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Einschränkungen dieser Freiheit sind nichts anderes als Menschenrechtsverletzungen. Und diese müssen benannt und wo auch immer möglich natürlich beseitigt werden. Und wenn eine Sache in dieser Debatte noch mal deutlich geworden ist, es ist nur glaubwürdig, dass man wirklich für Religions- und Weltanschauungsfreiheit steht, wenn man nicht Gruppen gegeneinander aufrechnet oder ausspielt, sondern sie für alle wirklich auch ernst meint. Die benannten Konflikte haben ja eins gemeinsam, leider. Es geht selten um religiöse Inhalte, die irgendwie debattiert werden oder ausgefochten werden. Es geht um Macht, es geht um Dominanz, es geht um Unterdrückung. Und es geht darum, wie das Verhältnis der jeweiligen Minderheit zur Mehrheit ist. Und der Bericht beschreibt sehr treffend, wie oft Minderheiten unterdrückt werden. Und deshalb muss uns eben auch das mahnen, dass wir diese Minderheitenrechte nicht nur bei uns, sondern natürlich auch in allen anderen Ländern immer wieder erkennen und womöglich auch helfen, dass wir sie verteidigen können. Ich möchte vielleicht auch noch mal auf eines hinweisen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte schützt nicht einzelne Religionen, sondern sie schützt das Individuum. Sie schützt jeden Einzelnen, der sich vielleicht in irgendeiner Gruppe gerade bewegt, aber jeden Einzelnen für sich zu entscheiden, ob er zu einer Religionsgemeinschaft gehören möchte, zu welcher er gehören möchte oder ob er zu gar keiner Religionsgemeinschaft gehören möchte. Der Bericht erwähnt auch noch einmal, und Herr Grübel, da möchte ich
Ihnen noch mal gratulieren, möchte auch sagen, dass ich mir sicher bin, dass Sie es gut machen werden. Aber ich möchte einen Punkt noch mal im Besonderen hervorheben, wo ich glaube, dass ein guter Ansatz sein könnte. Wir merken auch in unserem Land, dass der Unterricht, der Religionsunterricht, immer wieder ein Punkt ist, über den wir viel debattieren. Und zu Recht debattieren. Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen hat sich dahingehend geäußert, dass eben der Unterricht an öffentlichen Schulen neutral und objektiv sein muss. Was ist das? Wir haben in 16 Bundesländern auch sehr unterschiedliche Modelle bei uns. Aber es macht immer wieder Sinn, ja deutlich zu machen, erstens ist es bei uns geschützt, dass Religionsgemeinschaft ihren Unterricht haben können. Aber in manchen Bundesländern gehen wir noch weiter und sagen, in der Schule sollten Kinder und Jugendliche eigentlich gerade lernen, dass Menschen unterschiedlich sind, dass sie an unterschiedliche Dinge glauben, dass man eben miteinander friedlich und gut zusammenleben kann bei völlig unterschiedlicher Weltanschauung. Das machen wir beispielsweise in Hamburg mit dem Religionsunterricht für alle. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber nicht nur in anderen Ländern, sondern auch bei uns noch viel stärker debattieren. Wir reden heute über alltägliche Aggression gegenüber religiösen Menschen, und da kann es nur einen Schluss geben, und ich hoffe, dass das auch zu einem Schulterschluss führt. Es ist zu Recht gesagt worden, kein jüdisches Kind, kein christliches Kind, kein muslimisches Kind darf in der Schule oder auf der Straße sich unsicher fühlen. Wenn einem Jungen die Kippa vom Kopf gerissen wird, müssen wir alle vor ihm stehen. Aber wenn einem jungen syrischen Mädchen das Kopftuch vom Kopf gerissen wird, dann müssen wir auch alle vor ihr stehen und ihr die Angst nehmen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Verena Hartmann, AfD, zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute mit einem Bericht vom 9.06.2016 zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Die Datenerhebung stammt vom Oktober 2015, also brandaktuell. In der ersten Debatte 2016 sprach sich Herr Kauder, CDU/CSU, gegen die weltweite Verfolgung von über 100 Millionen Christen aus und erntete Beifall. In der letzten Woche sprach sich die AfD gegen die weltweite Verfolgung von nunmehr 200 Millionen Christen aus und erntete hetzerische Beschimpfungen, Verschwörungstheorien wie Nazis und Rassisten, die sich nicht zu schade sind, verfolgte Christen zu instrumentalisieren und die Gesellschaft zu spalten. Ihnen waren die Menschen so wichtig, dass diese Debatte erstmal für die nächsten 2 Jahre auf Eis gelegt wurde. Auch das von Herrn Kauder angesprochene Schicksal von Asia Bibi schien ihm ja ganz besonders am Herzen zu liegen, einer Christin, die nur aufgrund ihres Glaubens in Pakistan zum Tode verurteilt wurde und mit ihren Kindern im Gefängnis Tag für Tag, Jahr für Jahr die Vollstreckung fürchten muss. Haben Sie sich seit 2016 für sie eingesetzt? Es war ja kaum Zeit. Und die Spielkarte, du kommst aus dem Gefängnis frei, war schließlich schon für einen Herrn Denis Yücel reserviert. Das im Vergleich hochdramatische Schicksal eines deutsch-türkischen Journalisten von Politik und Medien gleichermaßen geschätzt, wegen seiner bis zur Ekstase ausgelebten Meinungsfreiheit, die sich süffisant in Sprechblasen ergoss, wie der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Wahrscheinlich, wir können es nur vermuten, lösten diese Worte in den Ohren der Altparteien einen so süßen Schmerz aus, auf den sie nicht mehr verzichten wollten. Nun ja, meine Damen und Herren, Asia Bibi ist keine Intellektuelle und schreibt keine so feinsinnigen Zeilen. Sollte sie vielleicht mal tun. Und schauen wir nach Deutschland, ein Land, welches im Bericht nur stiefmütterlich behandelt wurde. Wie ist es da um die Freiheit der Weltanschauung bestellt? Dazu habe ich schon seit langer Zeit ein Déjà-vu. Ich fühle mich wieder wie im tiefsten Osten. Es herrscht eine Meinungsdiktatur, in der Andersdenkende ausgegrenzt, geächtet und diffamiert werden. Nicht mal vor Ihren Kindern wird Halt gemacht. Dafür, werte Kollegen, können Sie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen.
damals als Christin, heute als AfD-Politikerin, stigmatisiert und des Menschseins abgesprochen, ist alles erlaubt. Und ich staune immer wieder über die Arroganz und die disziplinierte Eintracht zwischen den Parteien, wenn es um die AfD geht. Sonst spinne Feind, verschmelzen sie zu einer Einheitspartei. Die Linke ist kein rotes Tuch mehr. Die Grünen werden von Frau Merkel getätschelt und legen sich genussvoll auf den Rücken. Und die SPD ist aus der Schmollecke wieder zurückgekehrt. Und die FDP wäre ohne unser Programm und den Menschen, die sich nicht trauten, AfD zu wählen, gar nicht mehr im Bundestag. Was wären Sie alle ohne uns? So viel Harmonie auf einen Haufen ist für das Volk unerträglich, da außer gegenseitiger Beweihräucherung und polemischen Lippenbekenntnissen nichts, aber auch gar nichts übrig bleibt. Und dieses Prinzip der Masse gegen eine Minderheit, von Le Bon richtig analysiert, funktioniert immer. Extreme Beispiele lassen sich zuhauf in der Vergangenheit finden und sind mir aus Zeiten der DDR-Diktatur wohl bekannt. Sie alle hier haben sich diesem Chorgeist unterworfen. Sie sind zu feige, für ihre wirkliche Meinung, für ihr eigenes Land und seine Menschen einzustehen. Und ich kann Ihnen versichern, werte Kollegen, Sie wären hervorragende sozialistische DDR-Bürger geworden. Ein Erich Honecker wäre entzückt. Die Linke ist es und die ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda in der DDR, Frau Merkel, kann stolz auf ihr Werk sein. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Markus Grübel, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Hartmann, ich glaube, Sie haben das Thema Freiheit nicht verstanden. Aber ich möchte nicht, dass in jeder Rede auf solche Sachen eingegangen werden muss. Ich finde es gut, dass am letzten Mittwochabend so viele Menschen, auch politisch Verantwortliche, Volker Kauder, heuer, Annette Wittmann-Mautz, bei Berlin trägt Kippa waren. Es ist aber schlecht und besorgniserregend, dass das in Deutschland nötig ist. Es ist gut, dass wir in den letzten zwei Wochen so häufig über Religionsfreiheit und Menschenrechte gesprochen haben. Über die Situation der Rohingya, Freitagmorgen, heute, zur besten Plenarzeit, über Christenverfolgung. Es ist besorgniserregend und schlecht, dass das nötig ist. Das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit wird weltweit zunehmend eingeschränkt oder komplett infrage gestellt. Ungefähr 3/4 der Weltbevölkerung leben in Ländern mit Einschränkungen der Religionsfreiheit. Christen und Muslime sind auch aufgrund ihrer Gesamtzahl am häufigsten betroffen. Christen wurden 2015 in 128 Ländern bedrängt, diskriminiert oder sogar verfolgt. 2007 waren es noch 108. Darum ist auch gut und richtig, dass der Koalitionsvertrag das Thema aufgegriffen hat und die Stelle des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit geschaffen hat und beim BMZ angesiedelt hat. Zu meiner Aufgabe gehört künftig auch, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, den Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit im zweijährigen Rhythmus fortzuschreiben. Der vorliegende Bericht aus dem Jahr 2016, über den wir heute sprechen, verzichtet weitgehend auf Gesamtbetrachtungen zu Staaten und vermeidet Handlungsempfehlungen. Der nächste Bericht der Bundesregierung sollte meiner Meinung nach dokumentieren, berichten, hinweisen, aber auch Werten und Empfehlungen geben. Ich möchte diesen Bericht zusammen mit interessierten Abgeordneten, mit den Ressorts, mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften, mit engagierten Gruppen und Einzelpersonen und mit Wissenschaftlern erarbeiten. Beim Thema Religionsfreiheit fangen wir nicht bei Null an. Schon 1999 hat die CDU-CSU-Fraktion eine große Anfrage zur Christenverfolgung und zur Religionsfreiheit an die damalige rot-grüne Bundesregierung gerichtet. Und Volker Kauder macht regelmäßig Veranstaltungen, Termine, Reden zum Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit. Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gibt es seit Anfang 2016 den Arbeitsbereich Religion und Entwicklung.
Die Strategie, die Religion als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, zeigt vielfältige Maßnahmen auf. Und auch im Auswärtigen Amt gibt es seit Ende 2016 den Arbeitsstab Friedensverantwortung der Religionen. Sehr geehrte Damen und Herren, ganze Völker, ganze Religionsgemeinschaften sind sprichwörtlich vom Aussterben, von der Ausrottung bedroht. Unser Einsatz kommt gerade zur rechten Zeit und hoffentlich noch rechtzeitig. Nehmen wir eine Region, die im Brennglas zeigt, wie berechtigt unsere Sorge ist. Ich habe sie gerade mit Minister Müller besucht. Nehmen wir den Nordirak. Ich erwähne etwa die Christen, die in der Wiege der Christenheit leben oder gelebt haben, die aramäischen, assyrischen, chaldäischen Christen, Urkirchen, in denen zum Teil die Muttersprache Jesu gesprochen wird. Ich erinnere an die Religionsgruppe der Jesiden im Nordirak und Syrien, die in besonderer Weise unter dem schrecklichen Wüten des IS gelitten hat. Die Jesiden leben heute in Flüchtlingslagern oder sind in viele Länder der Welt zerstreut, und viele sind auch in Deutschland. Ich erinnere an die ebenfalls im Nordirak lebenden Mandäer und Schabak, an die Turkmenen. Diese religiöse Vielfalt, dieses Mosaik erinnert an das reiche Erbe der Region. Es ist ein Erbe der Menschheit. All diese Religionsgruppen wurden angegriffen, weil sie sich nicht dem IS beugen wollten. Sie haben viele Opfer zu verzeichnen und sind als Binnenflüchtlinge entwurzelt und ihrem Fortbestand bedroht. Die Angriffe sind religiös begründet und auch so zu verstehen, als Versuch, Andersgläubige zu vernichten. Ich könnte die Aufzählung noch fortführen. Kai Gehring hat ja viele betroffene Gruppen aufgezählt. Ganz konkret müssen wir uns aktuell die Frage stellen, wie es gelingen kann, dass in der Ninive-Ebene oder im Sinjar wieder Christen und Jesiden leben können. Wer garantiert ihre Sicherheit? Die irakische Regierung? Das wird den Christen und Jesiden aus schlechter Erfahrung nicht genügen. Die Weltgemeinschaft? Die Europäische Union? Was ist unser deutscher Beitrag? Wir müssen die Frage beantworten, wie ein Aussöhnungsprozess im Nordirak erfolgen kann. Die Benennung und Bestrafung der Haupttäter ist eine Voraussetzung für die Versöhnung. Und wir müssen Lösungen finden, wie ein gutes Miteinander oder wenigstens friedliches Nebeneinander von Sunniten, Schiiten, Jesiden und Christen möglich ist. Und wir müssen bereit sein, diese Maßnahmen zu bezahlen, dort zu investieren. Und da reicht die aktuelle Mittelausstattung bei weitem nicht aus. Das müssen wir bei der Haushaltsaufstellung bedenken. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei der Vorstellung des Berichts gesagt, dass religiöser Fanatismus Brandbeschleuniger in den Konflikten ist. Daher sage ich, der Einsatz für Religionsfreiheit und Menschenrechte schafft Frieden und mindert Fluchtursachen. Beim Propheten Jesaja lesen wir, der Gerechte kommt um, doch niemand nimmt sich dies zu Herzen. Die Frommen werden dahingerafft, aber es kümmert sich niemand darum. Kämpfen wir in allen Arbeitsbereichen dafür, dass Menschenrechte und Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit gestärkt werden und die Rufe der Verfolgten nicht ungehört bleiben, wie zu Zeiten des Propheten Jesaja. Danke für den Einblick. Jetzt hat das Wort die Kollegin Büte Jensen, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freien Demokraten werden sich zum Entschließungsantrag enthalten. Warum? Alle zwei Jahre legt die Bundesregierung bereits einen umfassenden Bericht über ihre Menschenrechtspolitik vor. Der aktuelle Bericht thematisiert speziell die Religions- und Weltanschauungsfreiheit, und das auf gut jeder siebten Seite. In diesem Zusammenhang stellt sich schon die Frage, wie es dann dazu kommt, dass es gerade für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein Sonderbericht erstellt werden soll. Es gibt so viele bedeutsame Themen wie Bildung, Teilhabe, Pressefreiheit, die auch besondere Aufmerksamkeit deutscher Außenpolitik verdienen. Wir Freie Demokraten stehen für einen einfachen Staat, der klare Schwerpunkte seiner Aufgaben benennt und konkrete Lösungsvorschläge daran knüpft. Nehmen Sie doch den Gesamtbericht zur Menschenrechtspolitik und benennen Sie hier politische Schwerpunkte, führen Sie konkrete Umsetzungsvorhaben aus, anstatt Sonderberichte zu produzieren, aus denen keine klare außenpolitische Linie erkennbar ist. Warum kompliziert, wenn es da auch einfach geht? Meine Damen und Herren, lassen Sie uns also darüber sprechen, was Deutschland konkret zum Schutz von Religionsfreiheit beitragen kann. Hierzu müssen wir zunächst einmal lernen, selbstbewusster mit unseren Grundfreiheiten umzugehen. Denn das Grundgesetz betont die verfassungsrechtlich, aber auch die integrationspolitisch betonte, gebotene Gleichstellung aller Religionen.
Kreuze dann wieder in öffentliche Gebäude zu hängen, hat mit dieser aufgeklärten Staatsneutralität nichts zu tun. Das ist das Gegenteil von Selbstbewusstsein, das ist Ignoranz. Das ist auch keine Prioritätensetzung, aber genau diese Prioritätensetzung, auf die kommt es da an. Statt eines Kruzifixes sollten Sie lieber in jedes Verwaltungsgebäude eine Fritzbox hängen. Das wäre Mehrwert. Statt Symbolpolitik muss das Ziel eines liberalen Rechtsstaates der mündige Bürger sein. Der mündige Bürger, der selbstbewusst über seine persönliche Religionszugehörigkeit entscheidet und sich aufgeklärt mit anderen Religionen auseinandersetzt. Und eine Auseinandersetzung kann man nur durch die Vermittlung einer internationalen Perspektive erreichen. Wenn diese Perspektive und die Kenntnis über verschiedene Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften fehlt, dann werden wir es nicht ausreichend hinbekommen, dass die Menschenrechte geschützt werden. Für uns Freie Demokraten ist daher klar, eine Chance bietet sich international vor allem darin, den Dialog von Religionen am Bildungsaustausch zu orientieren und stärker in die Entwicklungszusammenarbeit zu integrieren. Die von Ihnen explizit geforderte Umsetzung der Strategie des BMZ zur Rolle von Religionen in der Entwicklungspolitik könnte hiermit deutlich aufgewertet und ausgebaut werden. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, muss ich sagen, wir sollten stolz auf unser Grundgesetz sein. Nur wenn wir auch uns dieser Stärke unserer eigenen Verfassung bewusst werden, werden wir es auch schaffen, dieses Selbstbewusstsein anderen zu vermitteln. Und gerade in einer Gesellschaft, die so sehr von Einwanderung abhängig und auch geprägt ist, muss der Umgang mit religiöser Pluralität selbstverständlich sein. Denn Religionsfreiheit ist immer auch, und das dürfen wir nie vergessen, Ausdruck gelebter Vielfalt unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Josephine Ortleb, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Der vorliegende Bericht der Bundesregierung, der zum zweiten Mal eine Debatte hier im Haus erfahren darf, hat in seiner Aktualität nichts eingebüßt. Ich möchte mich noch einmal beim Auswärtigen Amt für diesen interessanten und durchdachten Bericht bedanken. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Religion ist etwas sehr Privates und gleichzeitig höchst politisch. Das erleben wir jeden Tag in den Debatten hier im Bundestag, in Deutschland und weltweit. Ich bin konfessionslos. Diese Entscheidung ermöglicht mir die Religionsfreiheit. Sich gegen eine Religion zu entscheiden, ist genauso Religionsfreiheit, wie sich für eine Religion zu entscheiden. Freiheit bedeutet auch, sich gegen etwas entscheiden zu dürfen und dabei die gleiche Akzeptanz zu erfahren. Religionsfreiheit wird jedoch nicht überall und nicht von allen akzeptiert. Die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar, die unerträgliche humanitäre Situation von christlichen Jesiden in Syrien und der grassierende Antisemitismus in Deutschland und vielen Teilen der Welt sind nur drei Beispiele für den dringenden, notwendigen Einsatz für Religionsfreiheit. Der Bericht zeigt, dass religiöse Verfolgung und Diskriminierung dabei mal direkter und mal subtiler auftritt, ob beim Zugang zu Bildung, ob beim Zugang zu politischen Ämtern oder bei der Besetzung von Arbeitsstellen. Religionsfreiheit bedeutet nicht nur frei von lebensbedrohlicher Verfolgung zu sein, sondern auch immer und überall Gleicher und Gleiche unter Gleichen zu sein. Um dieses Recht nachhaltig zu stärken, brauchen wir einen Kulturwandel, weltweit und in unserer Gesellschaft. Wir müssen weg von einer Kultur des Unter mir oder einer Kultur des Über mir hin zu einer Kultur des Neben mir. Einer Kultur der Augenhöhe aller statt einer christlichen Leitkultur. Statt christliche Dominanz durch das Anbringen von Kreuzen in den medialen Fokus zu rücken, ist es unsere Aufgabe, die Kultur der Augenhöhe aller mit unseren Mitteln zu begleiten und zu fördern. Und wenn Religion zu einer politischen Kategorie der Ausgrenzung wird, müssen wir dem entschieden entgegenwirken. Denn auch unser Grundgesetz ist, wie ich, nicht getauft. Als wehrhafte Demokratinnen und Demokraten müssen wir uns gegen den Versuch stemmen, dass Religion zur Spaltung genutzt wird. Das Gegenteil muss der Fall sein. Für mich ist klar, Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein verbindendes Element, eine Brücke des Miteinanders, denn das Miteinander ist immer stärker als das Gegeneinander. Es ist Aufgabe von Staaten, dieses Miteinander zu garantieren.
Doch der Missbrauch von Religionen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure zur Durchsetzung von Macht geschieht weltweit täglich. Auch das zeigt uns der Bericht. Menschen vor diesem Missbrauch zu schützen und ihnen zur Seite zu stehen, muss dabei Selbstverständnis aller demokratischen Gesellschaften sein. Für mich heißt das, vor allen Dingen die universellen Menschenrechte national wie international in den Mittelpunkt zu stellen, sie zu fördern und gerade dann an ihnen festzuhalten, wenn es unbequem wird. Deswegen ist das Engagement der Bundesregierung und der Abgeordneten in den multilateralen Dialogforen so wichtig. Ich denke dabei an den Europarat, die OSZE oder die Vereinten Nationen. Auch wenn diese Zusammenarbeit kleinschrittig und mühevoll ist, am Ende gilt es immer wieder, die Reihen zu schließen für die Religionsfreiheit und für die Menschenrechte. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der erste Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein Meilenstein, um mehr Aufmerksamkeit für ein so wichtiges Thema für uns zu gewinnen. Für uns als CDU-CSU war es schon immer klar, das grundlegende Recht auf Religionsfreiheit ist das zentrale Element unseres Verständnisses von Menschenrechten. Und nicht zuletzt zeigt die jahrzehntelange Arbeit des Stephanuskreises in der CDU-CSU-Fraktion, lieber Kollege Hirte, dass Religionsfreiheit im Mittelpunkt unserer Menschenrechtsarbeit steht. Uns ist bewusst, der beste Schutz für verfolgte Christen ist die Förderung von Religionsfreiheit für alle Menschen. Egal ob Christen, Moslems, Buddhisten, auch keine Religion anzugehören, ist eine Ausprägung von Religionsfreiheit. Ich denke, wir sind uns leider einig, dass, und es zeigen auch viele Statistiken und Berichte, dass weit über 100 Millionen Christen die größte Gruppe der Verfolgten sind. Diesen Zustand dürfen wir in einem christlich geprägten Land nicht zulassen. Es ist unsere tiefste Überzeugung, dass Religionsfreiheit das zentrale Grund- und Menschenrecht ist, das die Würde des Menschen in den Mittelpunkt rückt und ganz besonders schützt. Aus diesem zentralen Grundrecht der Religionsfreiheit heraus leiten wir alle anderen Freiheiten ab. Wenn es keine Religionsfreiheit gibt, gibt es keine Pressefreiheit, keine Freiheit der Kunst, keine Meinungsfreiheit. Letztlich gibt es keine Freiheit für ein selbstbestimmtes Leben. Wir haben über viele Jahre uns für einen Religionsfreiheitsbericht eingesetzt, was leider viel zu lange am Widerstand anderer Fraktionen gescheitert ist. Deswegen war es ein ganz besonderes Zeichen, als wir im Jahr 2015 den Religionsfreiheitsbericht gemeinsam mit der SPD und Bündnis 90 die Grünen beantragt haben. Herzlichen Dank dafür. Wenn wir in die Welt blicken, so ist es um die freie Religionsausübung und den Schutz religiöser Gruppen, egal ob Minderheiten oder Mehrheiten in der Bevölkerung, in großen Teilen schlecht bestellt. Ganz besonders gilt dies für Christen in islamisch geprägten Ländern. Aber ebenso leiden auch andere Gruppen. Die Rohingya in Myanmar, der IS terrorisiert im Nordirak und Syrien, und zwar vor allem Muslime. Christen und Muslime leiden in Nigeria unter dem Terror von Boko Haram. Und ich könnte leider diese Liste noch fortsetzen. Freie Religionsausübung ist aber nur der eine Teil der Religionsfreiheit. Es gehört auch dazu, dass man zweitens seine Religion wechseln kann. Und in vielen Ländern der Erde gelten Blasphemiegesetze, und beim Wechsel der Religion gibt es die Todesstrafe. Dies ist ein unhaltbarer Zustand, und das muss auch im nächsten Religionsfreiheitsbericht mehr thematisiert werden. Ein deutliches Zeichen unserer Haltung zu diesem Thema der Religionsfreiheit ist das neu geschaffene Amt des Beauftragten für internationale Religionsfreiheit. Es freut mich daher sehr, dass unser Kollege Markus Grübel heute seine erste Rede in seiner neuen Funktion halten durfte. Ich bin davon überzeugt, dass seine Arbeit diesem wichtigen Thema den notwendigen Nachdruck verleihen wird. Alles Gute hierfür. Der nächste Religionsfreiheitsbericht muss jedoch mehr sein als eine Auswahl einzelner Themen und Beispiele in ausgewählten Regionen. Wir brauchen einen systematisch aufgebauten Bericht. Nur so lassen sich die Entwicklungen in den Ländern nachvollziehen und vergleichen. Der jährliche Bericht von Open Doors oder der Religionsfreiheitsbericht der USA sind hier gute Beispiele für eine Systematik. Und lassen Sie uns am Ende noch einen Blick in unser eigenes Land werfen. Unser Verständnis von Religionsfreiheit und die hier gelebte Religionsfreiheit
sind weltweit eine positive Ausnahme. Und das lassen wir uns von Ihrem undifferenzierten Geschwurbel auch nicht kaputt machen. Ich möchte aber dennoch darauf hinweisen, dass die Lage in Deutschland im nächsten Bericht mit aufgenommen werden muss und verstärkt mit aufgenommen werden muss. Denn bei uns gibt es auch leider bedenkliche Entwicklungen, denen wir entschieden entgegentreten müssen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass antisemitische Beschimpfungen auf deutschen Schulhöfen und Spielplätzen wieder Platz finden. Wir dürfen es nicht akzeptieren, wenn das Tragen der Kippa in Deutschland zu täglichen Angriffen und Beleidigungen führt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen aber auch nicht zulassen, dass es zu einer Radikalisierung der Politik kommt, denn damit wird auch die Freiheit in unserem Land eingeschränkt. Religionsfreiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt es fortwährend zu verteidigen. Und genau das werden wir als CDU/CSU mit aller Kraft tun. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 1894 in Kenntnis des Berichts der Bundesregierung auf der Drucksache 1887/40 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? CDU, CSU, SPD, wer stimmt dagegen? AfD, wer enthält sich? Bündnis 90, die Grünen, FDP, die Linke. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt.